Hallo und herzlich willkommen zurück. Für wenige Tage könnt ihr den Firestorm-Modus von Battlefield 5 auch zu zweit spielen. Bisher kann man ja nur entweder alleine oder in Vierer-Squads antreten. EA möchte diesen neuen Modus jetzt mal ausprobieren. Sie bitten die Spieler auch ausdrücklich um Feedback im Forum, ob ihr mit einem Freund gespielt habt oder ob ihr euch zufällig habt matchen lassen, wie das Matchmaking gegen die anderen Teams war und ob es mehr oder weniger Spaß gemacht hat als die bisherigen Modi. Die ganze Aktion startet ab sofort, beziehungsweise läuft schon seit ein paar Stunden und geht noch bis Montag, den 15. April. Der Battle-Royale-Shooter PUBG wurde in Nepal verboten. Das berichtete die Kathmandu Post. Das Spiel fördere aggressives Verhalten von Jugendlichen, möchten die Bundesbehörden in Zusammenarbeit mit Psychiatern herausgefunden haben. Die Polizeibehörde sagte, man hätte zunehmend Beschwerden von Eltern, Lehrern und Schuldistrikten erhalten. Die Noten der Schüler seien abgefallen und es käme zunehmend zu aggressivem Verhalten untereinander. Das Kriminalamt hat nun alle Internetprovider aufgefordert, PUBG zu blockieren. Und ein weiteres Verbot in Asien, denn China möchte eventuell das Mining von Cryptocurrency verbieten. Dieser Vorschlag kam von der Bundesbehörde für Makroökonomie. Crypto-Mining sei schädlich für die Umwelt und verschwende Energie. Außerdem habe man einen negativen Effekt auf den Markt beobachtet. Zwar wird der Bitcoin inzwischen nicht mehr so viel auf Grafikkarten gemeint, also ist der Effekt auf den Preis auf diesem Markt nicht mehr so hoch. Allerdings wird die Währung auch gegen andere Währungen getauscht, die ihrerseits auf Grafikkarten gemeint werden. Der Preis für Bitcoins ist wieder deutlich angestiegen. Zwar ist er nicht mehr bei seinem Rekordhoch von 2017, das lange nicht, aber der Trend lässt sich erkennen. Die Bundesbehörde fordert nun, das Mining komplett zu verbieten oder es wenigstens so sehr zu erschweren, dass es für die Bürger von China weniger attraktiv ist. Und ihr seht schon, ich stehe hier auf der ROG Convention. Unser Stream beginnt heute um 14 Uhr auf YouTube und Twitch auf Monsters and Explosion. Wir haben heute einen ganzen Haufen super interessanter Gäste dabei. Es lohnt sich also auf jeden Fall reinzuschalten. Und heute Abend steigt dann noch die große Gala-Veranstaltung mit berühmten Ehrengästen. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß und guten Loot.